Okay, hello everyone. Welcome. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie hier sind. Hier geht es jetzt um Pilotprojekte, die beste Option zur Implementation eines Grundeinkommens. Mein Name ist Karl Wiederquist und ich bin jetzt der Moderator. Wir haben drei Redner jetzt hier und Sie haben an Pilotprojekten in Namibien und Indien gearbeitet. Wir werden uns Ihre Vorträge anhören und dann können Sie Fragen stellen. Also beginnen wir gleich mit Dirk Harman. Er ist von der Basic Income Grand Coalition und er hat dort am Pilotprojekt gearbeitet. Thank you very much for this opportunity. Our topic. Herzlichen Dank. Wir sprechen über den besten Weg, Grundeinkommen einzusetzen. Und mit einem Pilotprojekt werden Sie wahrscheinlich nicht zum stellvertretenden Bürgermeister von Ottobrunn gelangen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der beste Weg ist. Und mir ist es eigentlich egal. Wir müssen nur einen Weg finden, um ein Income Grant anzuwenden. Wir haben festgestellt, dass es recht ermutigend ist, dass ich Teil dieses Projekts sein durfte. Und wir wollen nicht alles wiederholen, was drin steht, und zwar über die Auswirkungen des Projektes. Diese sind gut dokumentiert und sind mehrmals vorgestellt worden. Wir möchten einige Erfahrungen mitteilen, was wir mit dem Pilot hatten. Das scheint vielleicht wie ein paar Geschichten, aber diese sind Geschichten, die wir für sehr wichtig halten und werden entscheidend sein, ob wir das Ganze implementieren können oder nicht. Und das sind die Lehren, die wir daraus gezogen haben. Ich schaue zuerst einmal die internationalen Organisationen, die Regierung in Namibien und die Gespräche in Namibien. Dann werde ich am Schluss zusammenfassen. Wenn wir das Pilotprojekt in Otjivero anschauen, wenn Sie die Gemeinde kennen, Otjivero, das ist ganz klein, ein ganz kleines Dorf mit weißen Farmen in der Nähe. Die Gemeinde ist fragmentiert und sehr arm und das führte zu einem größeren Problem. Und das ist eine der Geschichten, die jetzt sehr beeindruckend war. Was passierte, als wir sagten, wir würden das in Otjivero durchführen? Ein Kollege, ein Pastor von der deutschen evangelischen Kirche sagte, dass er nicht dagegen ist. Aber er sagte, ich werde das ganz vorsichtig ausdrücken. Ich sehe, das sieht aus wie ein Krebs. Ja, Sie sagten, Sie werden ganz vorsichtig sich ausdrücken. Was macht man mit Krebs? Verbrennen, herausschneiden? Und dann sagt er, nein, das sind wirklich die schlimmsten Leute. Man kann nicht mit ihnen arbeiten. Die sind Kriminelle. Das war die Ansicht der Weißen in Bezug auf Otjivero. Er sagte, es ist nicht sicher dort. Gehen Sie nicht dorthin. Aber intern war das auch sehr fragmentiert. Sie wollten sich nicht gegenseitig besuchen, weil sie Besuche nicht gerne hatten. Ein Besucher war ein Bettler, wollte Zucker oder irgendwas anderes. Die sozialen Beziehungen innerhalb des Dorfes waren auch fragmentiert. Und das ist jetzt so geworden, dass es zu einem Dorf gekommen ist und sie konnten alles in die eigene Hand nehmen. Alkohol zum Beispiel. Also wenn man den Leuten Geld gibt, dann werden sie das in Alkohol kaufen. Dann gingen die Leute in die Kneipe am Anfang. Aber wir hatten eine Art soziale Kontrolle. Die Nachbarn kamen. Wenn sie heute Alkohol trinken, dann weiß ich, dass sie das Grundeinkommen trinken. Dann bekommen sie es im nächsten Monat nicht. So konnte das Dorf praktisch die Probleme selbst lösen, selbst in die Hand nehmen. Eine weitere Geschichte ist die Organisation. Sie wählten einen Ausschuss
Und das war auch das, was wir gemacht haben für BIG. Und mit diesem BIG-Ausschuss werden die Menschen vertreten, und zwar Lehrer, Krankenschwester und so weiter. Und mit dieser Organisation haben wir eine große Veränderung in der Gemeinde gesehen. Das war nicht nur in Otivero, ging aber noch viel weiter. Und es war sehr beeindruckend für mich. Wir hatten sehr viel Outreach und sie hatten Mitglieder vom Dorf, sie gingen in andere Städte in Namibien, sprachen über ihre Erfahrungen. Zuerst einmal war ich eine derjenigen, der dagegen war, aber ganz schnell habe ich festgestellt, dass das falsch war von mir. Das war sehr gute Lobbyarbeit. Sie konnten von ihrer Erfahrung mit dem Grundeinkommen sprechen. Sie konnten auch ihre Lebensgeschichten erzählen. Und sie konnten wirklich sich auf die Menschen konzentrieren. Und eine der Herausforderungen dabei, und es wurde veröffentlicht, aber die Menschen wurden nicht gefragt. Wir hatten einen Forscher aus Deutschland, er sagte und behauptete aufgrund der Zahlen zu den Einkommen, dass die Leute vorher nicht ärmer waren. Das heißt, dass die schlechte Ernährung so deswegen war, weil sie das Geld nicht richtig ausgegeben hatten. Das war eine Beleidigung, das war eine Herausforderung. Und mit der nationalen Koalition zusammenkam und intervenierte, nehmen Sie die Gesamtzahlen, dann ist alles okay. Aber Armut wird vom Haushalt her festgestellt und nicht aufgrund der gesamten Zahlen. Das änderte das Bild wesentlich. Aber das war praktisch seine Mission, Otivero in Misskredit geraten zu lassen. Das hat aber keine große Auswirkung auf die politischen Diskussionen in Namibien, aber hatte aber eine Auswirkung in Deutschland, weil sie die deutschen Zeitungen gelesen haben. Und vielleicht zum nächsten Bild. Die BIG-Koalition in Namibien. Der Erfolg kam, weil das die größte Koalition seit der Unabhängigkeit. Kirchen, regierungsunabhängige Organisationen kamen alle zusammen und die Gewerkschaften noch dazu. Und sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie wollten, dass nicht die Koalition als rechtliche Organisation haben wollten. Die Lobbyarbeit sollte nicht outgesourced werden an eine bestimmte Organisation. Die Organisation soll das praktisch selbst machen. Wir wollen kollektiv Entscheidungen treffen. Wir wollen auch die Arbeit so machen, dass wir erfolgreich sind. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Und letztendlich war die Führung vom Bischof Kamete sehr gut. Er hat ein gutes Ansehen innerhalb des Landes und das war sehr wichtig beim Fortschritt in diesem Pilotprojekt. Wo stehen wir jetzt? Als eine Koalition haben wir eine schwierige Zeit. Nach Beendigung des Projektes im Dezember 2009 haben wir eine Verschiebung beobachtet, mehr NGO-orientiert. Die Organisation ist organisiert nach einer Hierarchie und wir sehen, dass die Koalition hat auch die Festangestellten, die Anzahl erhöht. Wir haben auch Finanzierung des Körpers und zwar nicht auf dem Pilotprojekt. Wir hatten auch keine Betriebsprüfungen und auch keine Transparenz. Die letzte Sitzung war vor 6 Monaten. Wir haben also eine Finanzkrise. Und nun zu den internationalen Organisationen. Wir haben positiven Geschichten zu erzählen hier. Die UNO und die Lutheranische Weltföderation haben dieses Projekt als Best Practice empfohlen. Es gab was Lustiges, aber es ist eine kurze Geschichte, aber es sagt uns einiges.
An einem Tag bekam meine Frau einen Anruf aus Washington von einem Forscher von der Weltbank und sie sagte, wir hören so viel in Washington über Ogiviro. Deswegen wollte ich anrufen und fragen, was überhaupt los ist. Sie fragte, geben Sie wirklich Geld umsonst her? Also wenn Sie Ogiviro kennen, ein Dorf mit 1000 Einwohner, wir hatten das Gefühl, dass es wie Komiker waren. Das kleinste Dorf versuchte immer noch die Umverteilung zu machen. Und sie machen sich Sorgen darüber, dass sie Geld umsonst an 1000 Leute verteilen. Aber sie wollten die Ergebnisse sehen und haben das dann offiziell verfolgt. Bei der IWF ist es ganz anders. Sie waren von Anfang an gegen dieses Basic Income Grant. Die Diskussion war klar, nur aus ideologischen Gründen. Natürlich haben sie gesagt, dass es nicht zu leisten wäre und nicht bezahlbar wäre. Und sie gaben uns die Zahlen und nach 2 Minuten haben wir gezeigt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie hatten Brutto und Netto verwechselt. Das war ein grundlegender Fehler. Und sie müssten mit der Präsentation aufhören. Sie haben zugegeben, dass die Berechnungen falsch waren. Und diese falschen Berechnungen und haben sie benutzt, um zu sagen, dass das nicht bezahlbar war. Wir haben uns im nächsten Jahr getroffen. Wir hatten weitere Forschungen durchgeführt. Ingrid und Mike, die haben wirklich eine Analyse durchgeführt und haben das genauer modelliert, und zwar nach den Ausgaben. Und wir konnten feststellen, was die echten Kosten dieses Grants wäre. IWF kam nochmal, die Zahlen waren wieder falsch. Haben Sie etwas anders gesehen? Haben Sie irgendwie einen Fehler bei unseren Berechnungen gesehen? Haben Sie gesagt, nein. Und dann sagten Sie, uns ist es egal, ob es 2 oder 3% mehr im BIP kostet. Das ist die IWF. Ob die Kosten 2 oder 3% mehr sind oder nicht, das ist uns egal. Wir sind dagegen vom Prinzip her. Wir können nur bis zu 0,5% umverteilen und nicht 2 bis 3%. Das heißt, wir haben 0,5, glaube ich, etwas mehr sogar. Das ist der Höchstbetrag. Aber haben Sie das bewiesen bei den Berechnungen? Nein, das ist unser Prinzip. Das ist ideologisch alleine. Das haben Sie auch der Regierung so beraten. Und wir hatten eine Kampagne und haben versucht zu zeigen, dass wir zumindest eine ehrliche Berechnung erwartet hätten. Die Regierung und die Diskussion in Namibia. Es war recht interessant. Zuerst einmal sagte die Regierung, dass diese Idee der Regierung gehörte. Das waren aus Empfehlungen einer Steuerberatung. Wir hatten einen Ausschuss vom Kabinett zu Steuerfragen und sie hatten das Universal Income genannt, so wie in Indien, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Und er sagte, sie wollten nicht sagen, dass das ihr Eigentum war, aber das änderte sich recht schnell, sobald die IWF öffentlich sagte, dass, und es wurde festgestellt, dass die Berechnungen falsch waren, und sie sagten, es ist nicht bezahlbar. Unser Pilotprojekt hat das Ganze geändert, und das stellte die Regierung in Frage. Vor einigen Monaten hatte jemand im Finanzministerium mir gesagt, offiziell muss ich dagegen sein. Persönlich unterstütze ich sie, aber keine der Themen im Ministerium werden mehr diskutiert als Grundeinkommen. Wir sprechen fast jeden Tag darüber im Finanzministerium. Also irgendwo haben wir einen Einfluss gehabt mit unserem Pilotprojekt. Eduardo kann uns vielleicht etwas mehr darüber sprechen. Sie trafen sich mit dem Präsidenten. Als die Leute von Ogiviro Eduardo gebeten hatten, mit dem Präsidenten zu sprechen und dass er in das Dorf kommen sollte, das haben sie immer wieder mal verlangt, aber
Er hat nur seinen Berater geschickt und kam persönlich selbst nie, um mit den Leuten zu sprechen. Aber Eduardo fragte, warum er nicht hinfährt. Dann hat er ihn fast rausgeschmissen. Deswegen ist es wirklich eine empfindliche Sache. Vor 2 Tagen, als wir die Konferenz eröffnete in Namibia, sagte er, Namibia, er gab zu, dass wir die Gesellschaft, die die meiste Ungleichheit hat in der ganzen Welt. Und nun suchen sie Lösungen zu diesem Problem. Wir hoffen, dass wir sehr mehr Präsenz gesehen hätten. Eine Sache war recht interessant. Irgendwann 2010 waren die Gewerkschaften dann nicht mehr dabei. Wir hatten negative Bemerkungen vom Präsidenten und die Gewerkschaften haben festgestellt, sie wollen nicht mehr in der Koalition anwesend sein. Aber nach 2 Monaten waren die Ehrenmitglieder bei der Gewerkschaft, wollten das wieder auf die Tagesordnung setzen und sie gingen wieder in die Koalition zurück. Nach der Unabhängigkeit haben wir festgestellt, dass jemand von der Regierung nie und die Gewerkschaften würde nie gegen die obersten Politiker aussprechen, es sei denn in einem Fall von Korruption. Derzeit hängen wir von den Politikern ab. Wir haben nicht genug Druck von unten. Und in Wirklichkeit ist es so. Es hängt davon ab, wer der nächste Präsidentschaftskandidat sein wird. Leider hat das wenig mit dem Grundeinkommen zu tun. Ein Kandidat war immer dafür, aber diejenigen, die gegen ihn sind, sind gegen dieses Basic Income Grant. Und es hängt natürlich davon ab, wer die Wahl gewinnt. Leider haben wir einige Ereignisse in Südafrika, dass Bergwerkarbeiter erschossen wurden. Das ist wie Kapitalismus im Wilden Westen. Und diejenigen, die erschossen wurden, also die, die angeschossen wurden, die versuchen jetzt mit Apartheid-Gesetzen verfolgen und sagen, sie sind dafür verantwortlich, dass sie angeschossen wurden. Und das ist wirklich sehr wichtig jetzt in der öffentlichen Diskussion. Ich fürchte, dass wir die Lösung hätten, aber wenn das nicht bald kommt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit verpasst. Und nun die Schlussfolgerungen. Was haben wir daraus gelernt? Ich glaube, Pilotprojekte und Lobbyarbeiten, das war sehr direkt und das war sehr wirkungsvoll. Wir müssen auch die Verbindung zwischen charismatischen Führung und Wissen sowie technisches Know-how. Außerdem die Möglichkeit, Forschungen durchzuführen. Diese müssen Hand in Hand gehen. Wir brauchen sehr viele Organisationen in der Zivilgesellschaft, in der Koalition. Und da waren wir bis jetzt noch nicht so gut in Namibia. Unsere Koalition, Basic Income Grant Coalition, BIG, wir haben das noch nicht so gut organisiert. Das muss von unten kommen, das muss demokratisch sein, es muss durch Solidarität geführt werden und ohne Hierarchie. Es muss menschenzentriert sein, auf Freiwilligkeit und es muss sehr, sehr transparent sein. Ich würde sehr gerne BIG so sehen und dass wir Solidarität zusammen sehen. Und ich möchte gerne wissen, warum das in Brasilien nicht passiert ist. Wir machen Lobbyarbeit dafür und wir müssen auch diese Grundsätze hochhalten, viel mehr als bis jetzt. Nicht als Voraussetzung für BIG, aber ich denke, die gehören zusammen. Und wir müssen damit rechnen, dass die Neokapitalisten intervenieren und wir brauchen eine Massenbewegung.
Die Menschen sind wichtig und wir brauchen auch eine Kampagne basiert auf Tatsachen. Und so ist es wichtig, dass Pilotprojekte durchgeführt werden. Vielen Dank. Thank you, Dirk.